Das ist Schütze TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it. Geschätzte Gäste, im Namen vom FC Winterthur heiße ich Sie herzlich willkommen im Stadion Schützenwiese zum Göttviertelfinal zwischen dem FC Winterthur und unserem heutigen Gast, dem FC St. Gallen. The sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Die erste Aktion gehörte dem FCW. Die Spieler mussten nach der Choreografie zuerst den Strafraum säubern. Sutter ging zu Boden. Kein Pfiff. Und dann lag der Ball im Tor. 1:0 durch Marco Mattis für den FC St. Gallen. Torhüter Leite ging nicht konsequent zum Ball. Mattis brauchte nur noch einzuschieben. Jawohl! Guck mal, sag mal. Am Anfang hat es nicht so ausgesehen, hä? Ja, heute haben wir ohne meine Hilfe tun. Das kann man nicht sagen, nein, aber bist du nervös gewesen? Nein, nervös nicht. Aber ein bisschen nicht so gutes Gefühl wie letztes Mal, sagen wir es so. Auf Etundi, Sutter und schon stand es 2:0 für den FC St. Gallen. Und dieses Mal kam der Treffer äußerst glücklich zustande. Die erste Offensivaktion der Einheimischen war in der 26. Minute zu sehen. Radice, Doppelpass mit Christian Kuzmanovic, Luka Radice. Das war ja eine unglaubliche Kiste, die du gemacht hast. Merci vielmals. Ich bin glücklich, dass es so gelungen ist. Ja, das ist ja weg. Der Knopf, der geplatzt ist bei dir, oder? Ja, einfach die Situation hat sich so ergeben. Ich bin sogar in Lauf, super Doppelpass von Christian. Und ja, dann ist sie noch schön auf die Linke gekommen. Natürlich auch mit ein Glück ist sie abgelenkt worden, aber zum Glück sieht man, wo sie hinhaben müssen. Man weiss ja, dass du kannst shooten. Aber heute habe ich das Gefühl, heute hast du mal wirklich auch selber geglaubt. Danke vielmals. Ja, es ist vielleicht so gewesen, ich weiss nicht. Ich versuche immer mein Bestes zu geben und heute ist mir, glaube ich, sehr gelungen. Danke. Wann hast du gewusst, dass du das spielst? Erst gerade vor dem Matchbeginn, eigentlich, ehrlich gesagt. Wieso das so spät? Also, ich weiss es nicht. Nicht zu den Trainer fragen. Wie kommst du darauf, Luka Radice aufzustellen? Hast du gewusst, was er macht? Luka ist doch gut, das weiß jeder. Ja. Ich habe ihm gesagt, alle wissen, dass er Fußball spielen kann, nur er selber nicht. Aber heute hat er es gewusst. Ja, er weiß das auch, er hat auch wieder gezeigt. Aber es gibt Momente, wo vielleicht die anderen etwas vorne sind. Luka ist einfach ein guter Spieler. So im Moment hat gepasst. Wir müssen den Gegner etwas überraschen. Be mine, be mine,
82. Minute. Sven Lüscher. Bengondo. Zu zwei Ausgleich. Und jetzt brachen auf der Schützenwiese alle Dämme. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auch in der zweiten Hälfte der Verlängerung blieben die Einheimischen die gefährlichere Mannschaft. Aber Vailati ließ sich nicht mehr bezwingen. Der Fußballkrimi fand seinen Höhepunkt im Elfmeterschießen. Die Bande ist kaputt, tut mir leid, das ist zu gefährlich. Ja. Aber das ist nicht entscheidend. Ich gebe zu, ich habe auch nicht mehr an dich geglaubt. Ja, das weiß ich schon. Ja, ja. Aber man darf ja Fehler einsehen, oder? Nein, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Aber wie hast du das geschafft mit dieser Mannschaft? Weil sie gut sind. Ich habe immer gesagt, dass sie gut sind. Es braucht etwas Glück auch, bis die anderen auch glauben, dass sie gut sind. Wir haben gewonnen. Ja, wir sind Winterthur immer vorne. Wenn du daran denkst, vor 6 Jahren und jetzt? Ist la dernière victoire est toujours la meilleure. Letzte Sieg ist immer der beste. Oh, der kann ja kommen.